Nachricht! Und zwar eine Nachricht für Danilo ganz persönlich. Aber er soll es mal selber vorlesen. Ich komme ... bald. Wow! Wow, wer? Ich komme bald. Woher willst du wissen, dass das eine Nachricht an ihn ist? Ich verstehe, oh Gott. Mann. Von wem ist denn das Handy? Und wer hat den Message? Und ich weiß auch, wer bald da ist. Wer denn? Diana? Danilos tragische Traumgranate aus der Schweiz. Oh, ich weiß nicht, die hat schon krasse Body. Ja. Also warum sollte die wieder kommen? Ich weiß es doch schon. Wovor hast du jetzt Angst? Selbst wenn lass ich wieder Gefühlschaos, da, bam. Ich hast du aber nicht. Du bist doch mit dem, du weißt doch, wo du mit dem Herzen jetzt bist. Ich bin emotional. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und das bringt jetzt wieder alles durcheinander. Alles. Oh Mann, das arme Mädchen. Hey. Nee. Hallo. Nein, ich hab Ich weiß, ich verstehe dich. Ich mach nicht mehr mit. Nein. Hey. Jeder wird hier auf die Probe gestellt. Aber der hat doch jetzt nicht irgendwie Anzeichen gemacht, dass er gesagt hat. Bro, die Nachricht ist. Bro, die Nachricht ist schon krass an ihn. Melissa, glaubt mir, macht er nicht. Ich kenne ihn, er hat schon am Anfang, wo wir verkappelt waren, hat er von Diana gesprochen. Ja, aber was hat er gesagt? Dass sie auch noch in seinem Kopf ist. Ich verstehe dich mit einer Sache nicht, wenn du dir doch der Sache sicher bist mit Melissa. Ja, aber ich kann doch noch nicht jetzt sagen, dass ich 100% sicher bin. Wie soll denn das gehen nach so einer kurzen Zeit? Also meinst du, es könnte? Du meinst, vielleicht hast du Angst? Das macht mich wieder durcheinander, weil ich Diana mit ihrem spezielles Verhältnis auch hatte. Mhm. Ja, und die dann weg war. Auf jeden Fall hat er die letzte Zeit nur noch von dir gesprochen. Ja. Und hat auch gesagt, egal, wenn eine Diana kommt, er weiß, woran er bei dir ist. Das hat er wortwörtlich gesagt. Und da musst du dran glauben. Du musst ihm einfach vertrauen. Ich weiß, es ist schwer, weil er gerade in der Vergangenheit auch ein bisschen hin und her gerissen war. Aber vertrau ihm. Ich mach's nicht mehr mit. Es ist für mich zu viel. Hey, nein. Irgendwann reicht's doch, sorry. Tja, man würde ihr so gern Mut machen, ne? Aber wäre das wirklich fair? Es geht nicht um das Spekulieren und ich mag Diana, weißt du, wie ich meine? Ich habe sie lieb gewonnen, es geht um die Reaktion. Ich verstehe dich gar nicht. Ich glaube, er ist einfach überfordert mit der Situation. Überfordert? Was will ich die ganze Zeit von ihm? Ein sicheres Gefühl. Er gibt dir das Gefühl, es ist alles gut und das finde ich so schade. Entweder oder, es gibt kein Hin oder Her bei mir, gibt's nicht mehr. Hin oder Her ist leider der zweite Vorname von Danilo. Wir haben gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Das wussten wir alle. Bro, das war hier. Das war einfach wie ein Messer hier rein. So vom Gefühl. Ich so, bam, Messer. Ich so, guck mal, das kann nur Diana sein. Es gibt nur eine Frau, die uns, ein Couple von uns drei, crashen können. Und das ist Diana. Und das ist dein Couple. Verpasst keine Highlights, abonniert den YouTube-Channel und ganz wichtig, drückt die Glocke.